Der ZF-Praxistest. Deutschlands einziger Autotest, bei dem wirklich Volkes Stimme entscheidet. Die 10 besten kompakten Diesel-SUVs müssen sich Offroad und Onroad dem Urteil von 10 Lesern der Zeitschrift Autotest stellen. Heute der Subaru Forester. Der Subaru Forester ist zwar ein seltener Gast auf deutschen Straßen, aber er hat es unter die Top 10 des ZF-Praxistests geschafft und damit bewiesen die Leser von Autotest echte Fachkompetenz. Denn Subaru hat schon Allradfahrzeuge gebaut, als man zum Beispiel bei Audi noch davon träumte. Und eine Besonderheit, er ist der einzige im Feld mit einem Boxer-Diesel. Das große Nasenloch auf der Motorhaube weckt Assoziationen zu Subarus erfolgreichen Rallye-Autos. Das gleiche gilt für die stattlichen Auspuffrohre am Heck. Im Innenraum dagegen keine sportlich drangvolle Enge, sondern ein luftiges Raumgefühl, das von den Lasertestern mit guten Noten belohnt wird. Im Gelände macht dem Forester so schnell keiner etwas vor. Allrad-Pionier Subaru verzichtet auf prozessorgesteuerte Fahrprogramme, die den Piloten elektronisch unterstützen. Für Lasertester Mike Schütz keinesfalls ein Nachteil. Subaru hat 40 Jahre noch nichts gebraucht. Doch nicht alle Tester werden mit dem kernigen Japaner warm. Der Subaru hat halt eine saublöde Lenkung. Ne? Du kannst im Stand hin und her drehen, du weißt nicht, wo der Lenkrad steht. Ne? Auf dem Fahrsicherheitsgelände am Nürburgring erhält der Forester nur durchschnittliche Noten. Der laufruhige Boxermotor wird allgemein gelobt. Jedoch vermissen die Praxistester ein Quäntchen Agilität. Beim Fahrwerk weist Testerin Martina Müller dem Subaru einen deutlichen Platz zu. Ganz weit hinten war der Forester. In der statischen Bewertung kann sich der Japaner wieder weit nach vorne arbeiten. Raumgefühl, Übersichtlichkeit, Variabilität und ein beispielhafter Kofferraum verhelfen dem Forester im ZF-Praxistest am Ende zu Platz 6 unter den 10 besten kompakten SUVs. Im Gelände hart im Nehmen, ein toller Boxer-Diesel unter der Haube und der Forester gehört zu den echten Charakterköpfen in der SUV-Landschaft. Bei Subaru darf man also stolz sein auf das Urteil der Lasertester.